Guten Tag, hier ist Rodrigo. Ich muss euch leider mitteilen, dass Holly, dieser Idiot, vergessen hat, in diesem Part die Cam anzumachen. In diesem Part wird es gruselig und einige Schocke warten auf euch und dieser Idiot vergisst einfach, die Cam anzumachen. Ich möchte euch jetzt auch nicht zu viel verraten, was da alles passiert. Auf jeden Fall ist es gruselig und... Wobei es auch eigentlich ganz gut ist, dass dieser Idiot in diesem Kasten, der den Kasten eh nicht anmacht, nicht dabei ist. So könnt ihr euch voll auf das Spiel konzentrieren und die Schocke wirken vielleicht noch effektiver und ihr habt weniger zu lachen. Wenn dieser Typ da in dem Kasten irgendwelche Grimassen schneidet. Natürlich absichtlich, weil er natürlich keine Angst hat oder so. Egal, er ist ein Idiot. Ich habe ihn schon bestraft dafür, dass er die Cam vergessen hat. Und auf spanische Art, wie es üblich ist, Nippelzwirbler und Brennnessel. Es hat 3 Minuten gebrannt. 3 Minuten und 5 Minuten war es rot. Also wenn das keine Bestrafung war. Außerdem habe ich ihn noch ein paar Sendungen auf RTL aufgezwungen zu gucken. Er war dann 3 Tage blind. Das war schon hart. Ich erspare euch die Bilder. Auf jeden Fall wird es auch einen Stand geben auf der Gamescom, möchte ich euch sagen. Dort könnt ihr kommen mit Stöcken oder Knarren oder was ihr auch so habt, was man so hat als 15-Jähriger zu Hause. Und dort könnt ihr dann auf ihn draufschlagen. Er wird als Pinata dort aufgehängt. Ihr könnt draufschlagen, bis dort Süßigkeiten rauskommen. Oder auch draufschlagen, bis Süßigkeiten und andere Sachen aus ihm rauskommen. Ja, das wär's von mir und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit diesem Part. Bis zum nächsten Mal, euer Rodrigo. Ja. Willkommen zurück zu Garry's Mod. Im letzten Part sind wir da oben. Da unten. Nach oben gekommen. Und wollen jetzt wieder zurück. Wir haben den Hebel betätigt. Und uns wurde ja gesagt, dass wir bei Betätigen des Hebels hier rauskommen. Und ich will jetzt hier raus, verdammt. Mann, das macht keinen Spaß mehr hier. Oh, Scheiße, was ist das denn hier? Batterien. Oh Mann. Eigentlich muss man das Geburtstagskind verarschen. Warum verarschen die mich? Oder ist es etwa keine Verarschung? Oder ein Scherz. Verarschung. Oh Mann, ich muss sagen, ihr klingt verdammt... Echt. Was war das denn? Ging diese Tür hier gerade auf? Cindy? Cindy? Oh Mann. Cindy klingt immer so. Sie ist starke Raucherin. Und ihre... Oh, ihre Raucherlunge. Ah, unglaublich. Aber wo ist sie hin? Cindy? Oder ist sie etwa hier durchgegangen? Die Tür klingt genauso. Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. So. Ja, ich bin jetzt gespannt, wo wir hin müssen. Ich hab schon vergessen, wohin. Wo gab es denn verschlossene Türen? Ach, ganz am Anfang, ne? Da ging es ja zur Treppe rauf. Aber da waren wir schon. Da sind wir ja lang gegangen. Um Gottes Willen, wir verlaufen uns wieder. Aber ich hoffe nicht so extrem wie in Cry. Ich hörte, wie auf der anderen Seite jemand etwas lang schliff. Ich hoffe, es war keine Leiche. Oder war es eine Axt? War das Monster? Oder was auch immer hinter mir her ist? Mit einer Axt unterwegs, um es mir in den Kopf zu rammen? Oder war es doch nur ein Scherz? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall versuch dich, mein Französisch abzugewöhnen. Danke, Bild. Mein Gott, Schocktherapie. Ach du Scheiße. Oh Mann. Ah, dieses Bild. Meine Hausmeister? Hausmeister? Das Bild? Sollte mal wieder befestigt werden. Und diesmal fester. Fester. Und was ist denn hier los? Fußspuren, die waren noch frisch. Oh Gott. Ich lasse sie lieber auf. I must seal off the door. Oh nein, 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 nein.
Was war das? War das Fabienne? Fabienne, der alte steroidenvollgepumpte Typ? Oh mein Gott, ich wüsste nicht, wer sonst so mit voller Wucht die Türen aufschlagen könnte. Scheiße. Was ist hier los, Mann? Ich versteh's nicht mehr. Abgetrennte Körperteile. Es waren keine Attrappen. Sie lagen hier überall. Das Blut klebte an den Wänden und auf dem Boden. Ich suchte weiter. Mischten sie mir etwa Drogen in den Becher? Ich weiß es nicht. Der Nebel lag auf dem Boden. Die Tür war verbarrikadiert. Ich hoffte, dass eine weitere Tür offen war, durch die ich durchgehen konnte. Ich notierte mir etwas für später, denn mein Gedächtnis war nicht mehr das Neueste. Also ging ich jetzt durch diese Tür hier in den Raum, in den ein paar Körperteile lagen. Ich bin nicht allein. Oh nein, ich hoffe, der tut ihnen nichts. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss aber die Batterie nur. Oh, okay, das waren die Batterien für mein iPod. Mein iPod hat noch Batterien. Ja, ich muss mich jetzt verziehen. In Richtung Freiheit. Hier habe ich nichts verloren, verdammt. Oh Mann. Es war so gruselig hier. Was wollte das Ding von mir? Ich hatte keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Ich hoffte nur, dass es weiß, dass ich auch bereit bin zu kämpfen. Oh, mit meinen eigenen Händen. Ich brauche dafür keine scheiß Waffe. Aber auf eine Waffe hätte ich jetzt Bock. Wie kann ich in diesem Moment an eine Waffe denken? Das war der Wie-kann-ich-an-eine-Waffel-denken-Song. Scheiße, ich muss hier raus, ich muss hier weg. Da kann ich nicht hin. Da wartet das Monster auf mich. Was habe ich aufgehoben? Batterien, nur Batterien. Das heißt, hier muss noch irgendetwas rumliegen. Und ich suchte weiter. Oh yeah, ich suchte weiter. Und ich suchte weiter. Doch ich fand leider nichts. Und die Melodie ging mir auch schon auf den Sack. Oh Mann, ich pack meine 7 Sachen und nehme meine Zahnbürste mit. Und jetzt hier. Kann man mich überhaupt hören? Hallo? Ist ganz schön laut, ja? Alles klar, aber verdammt. Hier muss es doch bestimmt irgendwo einen Schlüssel geben oder sowas. Sag mir bitte, wo ist dieser Schlüssel zu meiner Freiheit? Ich bin bereit dafür. Warum tue ich so, als ob ich singen könnte? Um euch zu unterhalten. Da leuchtet das Licht. Kann ich da irgendwo was finden? Aber ich fand nichts. Oh Mann! Wahrscheinlich unterm Teller oder sowas. Nein, die kann ich nicht benutzen. Berühren, tanzen. Also. Scheiße. Ich sehe aber nichts. Hier liegt doch nichts auf dem Boden rum. Die war verschlossen. Okay. Die war auch verschlossen. Einen Schlüssel habe ich nicht. Scheiße. Muss ich es etwa irgendwie hier... wahrscheinlich hier. Zwischen den Leichenteilen. Okay, die Sache wird ernst, Freunde. Die Sache wird ernst. Nicht gefallen. Ja, der Ernst ist ein guter Kollege von mir und ihm gehört die Villa hier. Ehemals. Vielleicht ist das der Hans. Der Ernst. Der Ernst. Ich. Oh Mann. Okay, wir haben jetzt. Was haben wir gefunden? Ein Stone Chipper. Ich nahm den Stone Chipper und ging zur verbarrikadierten Tür oder zum Durchgang. Okay, Moment, dann nutzen wir das jetzt als Dietrich, denn wir sind ein schlauer Furz. Aber das passte nicht, also nahm ich die andere Tür und haute drauf mit meinem Kopf. Ja, ich war mal früher Karatemeister. Hallo, Lichter. Eigentlich sollte ich so machen. Oh, wenn die jetzt ausgehen würden, das wäre krass.
Hallo, Hi Freunde, da bin ich wieder. Ich hab mir kurz die Festplatte etwas durchgerüttelt. Kleiner Systemfehler. Aber noch kein Bluescreen. Kurzer Blackscreen. So. Okay. Suchen wir weiter die Schubladen durch. Hier ist eine Tinderbox. Aha. Okay, was haben wir hier gefunden? Ah, ein Schlüssel. Bevor wir den gefunden. Oh Mann, jetzt habe ich Kopfschmerzen. Ich bin so stark. Au. Okay, wir müssen weg hier. Weiter. So. Okay, wir können hier nach oben. Nein. Nein. Ohne mich. Okay, gut. Überredet mit eurem Hundeblick. Und mit der Knarre, die ihr mir ans Knie hält. Haltet. Der Balkon zur Außenterrasse stand offen. Das Monster kam hierher. Von dort drüben. Okay, es war abgeschlossen. Suchen wir mal weiter. Oh nein. Die Batterien liegen im Blut. So, jetzt habe ich euch gerettet. Oh Mann, was ist hier passiert? Wie soll ich sie so identifizieren? Nein. Was geht hier vor? Du kriegst mich nicht. Kommt es etwa wieder? Oh nein. Oh Mann, ich muss mir schnell was einfallen lassen. Ich könnte aus dem Fenster springen. Aber wie tief geht es darunter? Ich weiß, wir sind in der ersten Etage oder der zweiten schon. Ich bin durcheinander, Freunde. Oh Mann. Oh. Nachzusehen, was mich da verfolgt. Es klang grauenhaft. Oh, was ist das? Ich kenne es nicht. Und es sieht zu echt aus. Als dass es irgendein Anzug wäre. Irgendeine Verkleidung. Es ging zur Terrasse. Geh weiter, dreh dich nicht um. Kopfschmerzen. Es geht weg. Oh nein, kommt es. Geh weiter. Es hat sich umgedreht. Verdammt! Ich habe die Chance nicht genutzt und bin geflohen. Oh nein. Es spaziert im Raum. Im Nebel. Oh nein. Bitte komm nicht hierher. Es kommt hierher. Ich bin am Arsch. Oh nein. Ein Stuhl. Habe ich was Spitzes dabei? Ein Stonechipper. Damit könnte ich es erledigen. Oh nein. Hau ab. Psst. Oh nein. Kommt es her? Geht es wieder? Es geht wieder. Im Schrank war nichts mehr. Hau ab! Es ist weg! Wo ist es? Oh Mann! Ich dachte, aus dem Augenwinkel habe ich einen Schatten gesehen. Dies war nicht der Fall. Okay. Ich muss weg hier. Und ich hoffe, unsere Wege kreuzen sich nicht schon wieder. Oh, das war knapp, Freunde. Okay. Mit diesem Hammer muss ich jetzt Scheiße aufhauen. Mit einem Schlag. Und deswegen tut mein Kopf jetzt auch so weh. Meine Taschenlampe. Ich habe sie wegfliegen sehen. Scheiße. Die Mod ist krass. Die Mod ist geil. Ladebildschirm kommt schon bald. Soll ich bewusstlich jetzt tun? Soll ich jetzt so voll interagieren damit so? Ich wurde jetzt geschlagen. Warte. Ich habe leider nur einen Stift. Soll ich damit mir Narben ins Gesicht ritzen? Okay.
Ich weiß nicht, kann man meine Brandwunde sehen? Moment, ja, ich würde jetzt meinen Brand mal, sodass ich in meiner Familie gemacht war, damit ich dazugehöre, weißt du? Kann man das sehen hier? Oh. Richtig schlimm. Ich wollte stehen. Gott! Where am I? Deutschland spielt. Oh. It's really dark. I better... Wait. Where's my flashlight? Oh, shit. No. No, 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 no. Fuck. Why no? Okay. Oh, calm down. Damn it, it has to be somewhere around there. Oh, why does it have to be so damn dark? Ist da oben. Ach du Scheiße. Gut, Freunde, da geht's gleich Silvester bei mir los, jedes Mal, wenn Deutschland spielt. Danke, dass ihr mich erinnert. Ah, und ja, im nächsten Part suchen wir dann unsere Flashlight. Und ja, bis zum nächsten Mal, Freunde, euer Holly.